Shindeni und Binmanduro sind noch außerhalb, dann könnten wir gleich soweit sein. Shindeni in Position, Binmanduro kommt jetzt als letzter heran. Alle Pferde jetzt in den Boxen zur Wettchance des Tages und das fünfte Rennen, der Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf jetzt gestartet. Um die Spitze bemüht sich gleich mal Peseta hier in äußeren Spuren. Auch dabei ist sofort ganz innen Anaximenes. Nadenko gesellt sich hinzu. Binmanduro ist da. Und so geht es jetzt hier gleich auf Zielhöhe in die Schlussrunde hinein. Dahinter ist auch Dome Rocket aufgerückt. Fuji dicht auf mit Shindeni. Und wie gesagt, Anaximenes an der Innenseite. Dann weiter zurück im Feld. Die gelben Farben von Raoul auszumachen. Glamour Girl noch dahinter mit Velcando. Und das Schlusslicht heißt aktuell Enjoy. So geht es durch die Gegenseite unter Führung von Binmanduro mittlerweile an zweiter Position. Nadenko mit dicht auf Peseta, dahinter an der Innenseite Shindeni begleitet von Dome Rocket. Dann Raoul vor innen galoppierend Anaximenes und weiter zurück im Feld dann Glamour Girl noch zu sehen mit Velcando. Und das Schlusslicht heißt weiterhin Enjoy. So sind sie ausgangs der Kastanienallee gleich angelangt, am tiefsten Punkt der Rennbahn. Binmanduro hat das Kommando, führt hier vor Nadenko und Peseta. Weiter außen hat sich jetzt zügig Velcando verbessert, bis an die vierte Position. Dann Fuji, Dome Rocket, Shindeni. Dahinter sehen wir Raoul, Glamour Girl versucht die Position zu verbessern. Anaximenes jetzt vorletzter und Schlusslicht weiterhin Enjoy. So geht's nun den Berg hinauf und an der Spitze bleibt Binmanduro. Peseta und Nadenko dicht dabei mit Velcando, der weiter außen galoppiert. Dann die Farben von Dome Rocket. Glamour Girl hat sich weiter verbessern können vor Raoul und Shindeni. Unter Druck gerät jetzt Fuji, fällt zurück. Dahinter sehen wir noch die Farben von Anaximenes und an letzter Stelle weiterhin Enjoy. So geht's jetzt in den Schlussbogen hinein und vorne bekommt Binmanduro Begleitung außen von Velcando. Der setzt jetzt energisch nach. Beide haben sich etwas abgesetzt, anderthalb Längen. Dahinter versuchen sie nochmal nachzusetzen. Da kommt vor allen Dingen Glamour Girl besser in die Partie und wird hier stärker. Vorne Binmanduro am Übergang. Außen Velcando. Glamour Girl setzt sich in Szene und dann kommt ganz innen auch der Vorstoß nochmal von Raoul. Aber vorne Binmanduro, 200 Meter vor dem Ziel. Außen davon versucht Velcando, innen wird Raoul immer stärker. Raoul an der Innenkante jetzt zur Stelle auf den letzten Metern und so geht es hier dem Ziel entgegen. Raoul hat sich absetzen können. Raoul ist der Sieger in der Wettchance des Tages. Spannend wird es noch innen für den zweiten Platz. Anaximenes stürmt noch hinein. Muss in einem Zielfoto da mit Glamour Girl noch zeigen, ob er noch Zweiter ist oder Dritter und dahinter war es Nadenko mit Binmanduro und der Rest dann im Ziel ein bisschen aufgelöst. Und hier ist der vorläufige Richterspruch zum fünften Rennen der Wettchance des Tages. Im Preis der BMW Händlergemeinschaft Düsseldorf siegte mit der Programmnummer 9 der fünfjährige Samun-Sohn Raoul. Auf dem zweiten Platz die 5, Anaximenes mit einem Kopf nach Auswertung der Zielfotografie vor Glamour Girl der 1. Rang 4 dahinter für die 3, Binmanduro und das fünfte Geld an Nadenko die 6. 9, 5, 1 und 3, also die 4 Zahlen, die Sie für die Wettchance des Tages hier für die Viererwette in der richtigen Reihenfolge auf dem Schein haben sollten, dann könnte es eine hohe Quote geben. Martin Seidel, der Siegreiter für die Besitzer, Frau Nicole und Ralf Lambert. Manfred Weber ist der Trainer von Raoul. Wir gratulieren zum Sieg in der Wettchance des Tages.